Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Carolinchens Zuckerwelt. In meinem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie einfach es ist, eine Torte sauber und fachgerecht mit Fondant einzudecken. Ihr müsst ehrlich gesagt gar nicht auf vieles achten. Wichtig ist allerdings, dass ihr die richtigen Werkzeuge zu Hause habt und den richtigen Fondant. Das ist wirklich, das spielt eine ganz, ganz große Rolle beim Eindecken. Also nicht nur beim Eindecken, auch beim Modellieren. Ich unterrichte seit 7 Jahren Basic-Kurse in Bayern, in Landshut und in der Schweiz. Und ich kann euch eines sagen, die Qualität des Fondants spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und mit welchem Fondant ich arbeite und welches Werkzeug ich verwende, zeige ich euch jetzt in meinem Video. Viel Spaß! Zum Eindecken eurer Torte benötigt ihr einen Drehteller. Wo es diesen zu kaufen gibt, verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Der ist sehr stabil, hat eine schöne große Fläche und eignet sich wunderbar auch für etwas größere Torten. Dann haben wir hier für jeden, der noch nie garnaschiert hat oder ein bisschen Hilfestellung benötigt, Caros Cake Card. Das ist ein Set, das beinhaltet einmal die Anleitung zum Garnaschieren, die Teigkarte und die Rutschmatte. Dann benötigt ihr einen Ausrollstab, am besten einen etwas längeren von 50 cm. Hier haben wir 2 Fondantglätter. Flexi-Smoother, mit denen kann man auch wunderbar Fondant glätten. Einen Pizzaschneider, das hat glaube ich jeder zu Hause. Bäckerstärke, also verwendet zum Ausrollen des Fondants immer Bäckerstärke, keinen Puderzucker und kein Mehl. Dann haben wir hier ein bisschen Wasser und ein Meterband. Ja, und dann benötigt ihr natürlich noch einen sehr guten Rollfondant und ich kann euch wirklich den Saracino Rollfondant ans Herz legen. Also das ist wirklich ein sehr guter Rollfondant, qualitativ sehr hochwertig. Er ist auch absolut palmölfrei, ist mit der Kakaobutter verfeinert und lässt sich wunderbar verarbeiten. Den nutzen wir auch schon seit ein paar Jahren in meinen Kursen. Bevor wir nun anfangen, den Kuchen mit Fondant einzudecken, messen wir mit einem Meterband jetzt erstmal aus, wie viel Fläche an Fondant überhaupt benötigt wird. Das ist eine kleine Hilfestellung, denn oft passiert es, dass man einfach zu wenig Fondant ausrollt und dann stellt man fest, hoppala, das ist ja viel zu kurz und dann muss man das Ganze nochmal machen. Und um dem vorzubeugen, misst man die Fläche vorher einmal aus, indem man das Meterband über den Kuchen legt und dann weiß man ungefähr, wie viel Zentimeter an Fläche benötigt wird. Ja. Jetzt beginne ich meinen Kuchen mit etwas Wasser zu bepinseln. Das hat den Vorteil, dass der Fondant, also wenn wir jetzt gleich den Fondant auf die Torte legen, dass der Fondant sich schön auf die Ganache legt und dann auch kleben bleibt. Normalerweise ist es so, wenn euer Kuchen garnaschiert ist, dann stellt ihr ihn in den Kühlschrank. Und nach ungefähr 2-3 Stunden ist der Kuchen dann auch einsatzbereit zum Eindecken. Und wenn ihr euren Kuchen aus dem Kühlschrank nehmt, dann gibt es einen Temperaturunterschied vom Kalten ins Warme. Und normalerweise beginnt dann ein garnaschierter Kuchen zu schwitzen. Also er wird ein bisschen nass, er wird ein bisschen feucht. Das wiederum ist ein ganz großer Vorteil beim Eindecken, weil dann der Fondant kleben bleibt. So, manchmal ist es aber leider auch so, dass die Ganache eben nicht feucht wird. Und drum setze ich hier ein bisschen Wasser ein. Genau. Ja, hier haben wir den Rollfondant. Das ist 1 Kilo Saracino Pasta Top Rollfondant. Mit 1 Kilo könnt ihr 2 Torten eindecken. Also pro Kuchen sagt man ungefähr 500 Gramm Rollfondant. Es kommt natürlich auch darauf an, wie groß euer Kuchen ist. Aber bei meinem Kuchen, der hat einen Durchmesser von 20 cm, eine Höhe von 10 cm, reichen euch 500 Gramm. Euch bleibt sogar noch ein bisschen was übrig. Ja, den Fondant einfach ein bisschen weich kneten. Ihr habt hier gesehen, ich habe mir in der Zwischenzeit Handschuhe angezogen. Wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit, also das Wetter ist nicht ganz so toll, es regnet immer mal so ein bisschen. Und bei einer hohen Luftfeuchtigkeit oder wenn es recht warm draußen ist, dann kann es natürlich passieren, dass der Fondant ein bisschen zu schwitzen anfängt. Und klebt das Ganze, am besten einfach Handschuhe anziehen und dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Ja, Bäckerstärke auf die Arbeitsfläche nicht zu viel. Und jetzt könnt ihr den Fondant auch schon ausrollen. Fondant wird übrigens nicht umgedreht, sonst haben wir nämlich auf beiden Seiten Bäckerstärke und das wollen wir nicht. Sonst wird das Ganze auch zu trocken. Ja, und durch die Luftfeuchtigkeit und durch das Kneten kann es natürlich passieren, dass plötzlich ein paar Luftblasen im Fondant auftauchen.
Die könnt ihr mit einem spitzen Gegenstand einfach aufstechen, die Luft rausdrücken und weiter ausrollen. So, jetzt gucken wir ganz kurz, ob das von der Größe her in Ordnung ist. Wunderbar. Ja, und jetzt können wir die Torte eindecken. Da müsst ihr allerdings jetzt ein bisschen darauf aufpassen, dass ihr beim Eindecken nicht versehentlich den Rollstab auf den Kuchen legt. Das passiert ganz oft in den Kursen. Ich sehe das immer wieder, dass die Mädels aus Versehen den Rollstab auf den Kuchen legen und dann auf den Kuchen ausrollen. Das dürft ihr nicht. Also ihr müsst den Rollstab in der Luft halten und in der Luft rollen. Genau so. Und jetzt seht ihr gleich, ja, hier ist ein bisschen zu kurz, macht nichts, einmal hoch und schwuppsdiwupps wieder runter. Ja, und jetzt seht ihr gleich, wie ich mit den Händen über den Kuchen streichel. So fühle ich nämlich die Luftbläschen und kann sie dann nach außen hinweg streichen. Ja, und jetzt seht ihr gleich was. Ich werde nämlich jetzt gleich unter der Kante den Fondant am Kuchen fixieren. Das ist ein Trick, den man gerade speziell bei hohen Torten am besten anwendet, damit der Fondant an den Kanten nicht reißt. Also dieser Kuchen hier hat eine Höhe von 10 cm. Da muss man das nicht unbedingt machen, aber ich zeige es euch, damit ihr wisst, wie das funktioniert. Ich decke ja auch 20 oder 25 cm hohe Torten ein. Und da ist es wirklich sehr hilfreich, wenn ihr zuerst oben an der Kante den Fondant fixiert. Denn je höher eine Torte, umso mehr Gewicht hängt nach unten, ja, also der Fondant, und umso schneller kann es passieren, dass der Fondant reißt. Und um dem vorzubeugen, fixiere ich das unter der Kante. Genau, das sieht jetzt aus wie eine Tischdecke. Und jetzt beginne ich gleich, den Fondant an der Seite nach unten zu streichen. Ihr habt es gerade gesehen, was ich euch gezeigt habe. Ihr dürft Fondant nie feste ziehen. Also das mag der Fondant überhaupt nicht, egal welcher Fondant. Fondant sollte so gut wie nie gezogen werden. Durch dieses Ziehen wird er sehr dünn und dann wiederum kann er wieder reißen. Also guckt mir da jetzt mal zu. Ich streichle wirklich ganz, ganz vorsichtig den Fondant mit den Händen an den Kuchen. Das mache ich ohne Druck und ohne großartiges Ziehen. Der Saracino Fondant ist sehr elastisch. Also man kann ihn natürlich ein bisschen bewegen und ein bisschen dehnen, das geht natürlich, aber ziehen, das hält kein Fondant aus. Genau, also ihr seht, ich gehe mit den Händen immer wieder unter den Fondant, lege das Ganze so ein bisschen beiseite, so wie hier, genau, und streiche dann ganz vorsichtig von oben nach unten. Genau, hier geben wir ein bisschen Gas und das macht ihr so lange, bis dann euer Kuchen komplett eingedeckt ist. Ja, und dann wird nur noch der überschüssige Fondant unten mit dem Pizzaschneider weggeschnitten und dann könnt ihr auch schon anfangen, euren Kuchen zu glätten. Und jetzt muss ich noch mal kurz was erwähnen, weil ich das ganz oft Social Media lese, dass gefragt wird, wo man denn Motivtorten lagert. Eine Motivtorte gehört natürlich, so wie jeder andere Kuchen, auch in den Kühlschrank. Ich lese es ganz oft, dass empfohlen wird, die Torte nicht in den Kühlschrank zu stellen, aufgrund der Feuchtigkeit, weil der Fondant dann kaputt gehen kann. Das stimmt. Fondant kann aufgrund der Feuchtigkeit durch Nässe und so weiter kaputt gehen. Das stimmt. Aber das passiert euch normalerweise in keinem intakten Kühlschrank. Also ein Kuchen muss in den Kühlschrank. Ich halte nichts davon, wenn man den Kuchen in den Keller stellt, so wie es von ganz vielen empfohlen wird. Macht das nicht. Eine Torte muss in den Kühlschrank. Stellt sie einfach in den Kühlschrank, ohne Folie drüber, ohne einen Deckel, einfach lose die Torte. Und ihr werdet sehen, dass nichts passiert. Ihr müsst keine Angst haben vor der Feuchtigkeit. Und wenn ihr eure Motivtorte dann aus dem Kühlschrank herausnehmt, dann werdet ihr schnell feststellen, dass durch den Temperaturunterschied die Motivtorte zu schwitzen beginnt. Das macht nichts. Lasst ihn einfach eine Stunde stehen und dann ist er wieder trocken.
So, ihr Lieben, das war's schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unter die Arme greifen. Über ein Däumchen oder ein Kommentar, über Feedback würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wer mag, darf mich auch gerne weiterempfehlen. Vielleicht besucht ihr mich auch auf Facebook und Instagram oder aber wir sehen uns irgendwann mal in einem meiner Kurse. Alle Infos zu meinen Kursen findet ihr auf meiner Homepage. Da lernt ihr ganz, ganz viel bei mir. Nicht nur das Eindecken und das scharfkantige Ganaschieren, nein, auch das saubere Modellieren von kleinen Tierfiguren und das Drippen eines Kuchens. Ja, ich würde sagen, auf Wiedersehen. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüssi!